Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem, ja, ich sag mal zweiten Video seit meinem Neuanfang. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen bei DM und Rossmann shoppen und deswegen wollte ich euch heute meinen kleinen, aber feinen Drogerie-Haul zeigen. Viel Spaß damit! Ich hatte euch in meinem letzten Video ja erzählt, dass ich mir gerne Shower Gels, also für unter die Dusche, am liebsten von Le Petit Marseillais hole. Ich bin aber schwach geworden und zwar hat mich Yamina 1404 mit der reichhaltigen Pflege von Darf angefixt. Ich habe das auch schon einmal verwendet und oh mein Gott, sie hat so recht. Das schäumt einfach perfekt, es riecht so gut, man fühlt sich so rein danach und es ist auch wirklich reichhaltig. Also meine Haut spannt nach der Dusche dann, wenn ich das hier verwendet habe, wirklich überhaupt nicht. Sie fühlt sich so weich an, sie ist schon so gut gepflegt. Also wenn ihr das nächste Mal bei DM seid, riecht bitte mal daran. Es ist einfach göttlich. So gut. Also wirklich, hier steht drauf, weichere Haut noch nur einmal duschen. Mehr Schaum, mehr Milde, mehr Pflege. Und das kann ich auch einfach so unterschreiben. Also ich finde es einfach richtig gut. Schaut es euch mal an. Ich habe zwar noch ein bisschen was von Petit Marseillais zu Hause, aber ich werde mich da mit Sicherheit ein bisschen abwechseln. Das finde ich einfach richtig sehr, sehr gut. Kommen wir mal kurz zu meiner Zahnpflege. Da habe ich mir mal eine neue Zahncreme geholt und zwar von Sensodyne Fluorid. Finde ich ganz okay. Ich habe sie bisher zweimal verwendet. Dazu habe ich mir auch nochmal neue Zahnseide geholt von Perlodent. Die ist gewachst. Sollte man auf jeden Fall auch regelmäßig anwenden für die Zahnzwischenräume. Ja, also ich glaube, ich habe hier jetzt ein ganz gutes Duo gefunden. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Dann habe ich mir bei Rossmann von Rival de Loup das Age Performance Intensiv Serum geholt. Das ist so ein Öl, also wirklich sehr reichhaltig auch. Und das verwende ich abends, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe, tupfe ich das so leicht ein und lasse es kurz einwirken. Und danach trage ich halt meine Nachtcreme auf. Ich finde das ganz angenehm, also auch wenn es eingezogen ist und ich meine Creme dann auftrage, dann fühlt sich meine Haut halt wirklich so prall an und total weich und ich merke halt, dass sie die Pflege sehr gut aufnimmt. Morgens sehe ich dann allerdings keinen Unterschied zu sonst, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich aufwache und den strahlenden Tag schlechthin habe. Das kann ich nicht beobachten, aber meine Haut fühlt sich halt einfach gut an und ja, was ich jetzt bei mehreren YouTubern schon gesehen habe, ich muss sagen, dass ich da nicht so firm bin, was so Inhaltsstoffe angeht. Das hier ist halt jetzt eigentlich eine Pflege, ich glaube ab 40 oder 50 plus steht darauf. Aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass man darauf eigentlich nicht achten soll, sondern wirklich nur auf die Inhaltsstoffe. Und da ich auf der Suche nach einem reichhaltigen Öl war, aber noch nicht so viel Geld ausgeben wollte, dachte ich, ich fange jetzt erstmal hiermit an. Ich habe so viel Gutes darüber gehört und ja, ich hoffe, dass es dann bei mir auch so wirken wird wie bei den anderen. Eine weitere Pflegebase ist bei mir eingezogen. Die hatte ich auch schon mal, also habe ich die mal nachgekauft. Und zwar ist das der Balea Beauty Effect Hyaluron Booster. Auf den schwört ja besonders Jasmin von Madame Tamtam. Ich hatte den schon mal, war noch nicht so begeistert, aber eine Freundin von mir hat mir jetzt erzählt, ich bekomme halt leider auch hier so langsam diese Falte, weil ich oft so mache, da sieht man sie auch, hier ist das fiese Ding. Und meine Freundin hat mir halt erzählt, dass sie regelmäßig diesen Hyaluron-Booster dort aufgetragen hat und sie hat halt eben auch diese Falte bekommen und der war dann halt weg. Ich hatte den damals immer nur und an den Augen verwendet, war damit jetzt nicht so happy, aber möchte dem Ganzen jetzt nochmal hier für meine Zornesfalte eine Chance geben. Ich habe jetzt noch drei Produkte aus der dekorativen Kosmetik und ich fange mal an mit einem sehr gehypten Produkt an in letzter Zeit auf YouTube und ich muss auch zugeben, dass ich davon total angefixt worden bin und es mir eigentlich nur deshalb gekauft habe. Und zwar ist das von Max Factor der Blush 30 Gorgeous Berries. Das ist dieser hier. Der ist so schön marmoriert, also der sieht so toll aus. Ich mach den, ich habe den noch gar nicht aufgemacht. Also der sieht so toll aus. Also schaut euch bitte diese Farbe an. Und ich habe auch noch, nicht so ein dunkles, so einen dunklen Berryton in meiner Rouge-Sammlung. Deswegen muss ich jetzt hier einfach zugreifen, weil ich auch die Packung super hübsch finde. Bin schon ganz gespannt. In mehreren Favoritenvideos habe ich dann noch von Manhattan den Dip Eyeliner Waterproof gesehen und habe mir den jetzt mal mitgenommen. Der war auch relativ günstig und zwar habe ich Schlupflider.
Deswegen trage ich auch nie Lidschatten und so, weil das einfach verschwindet, krüsselig wird und ziemlich ölig ist da auf meinen Augenlidern. Deswegen muss ich dann auch bei Eyeliner auf eine wasserfeste Version zurückgreifen und ich habe jetzt super viel Gutes hiervon gehört und habe das jetzt einfach mal mitgenommen, weil mein alter Eyeliner leider eingetrocknet ist, weil ich ihn nie verwendet hatte. Ja, so geht das dann, aber ich bin schon ganz gespannt darauf und hoffe, den jetzt in nächster Zeit öfter mal einzusetzen. Last but not least habe ich, glaube ich, eins der gehyptesten Produkte in letzter Zeit und zwar ist das der Maybelline Fit Me Concealer. Ja, auch ich bin schwach geworden. Ich muss sagen, in letzter Zeit haben mich die Leute echt so angefixt und ich wollte es eigentlich nicht mehr machen, weil, ne, bin ja vernünftig und so und ja, nur weil ich 1000 Videos gucke, wo die Leute Milliardenprodukte empfehlen, muss ich die nicht alle nachkaufen, aber bei dem Produkt war es wirklich so, dass ich es einfach überall gesehen habe. Alle haben darauf geschworen und ich habe halt ein bisschen Probleme mit dunklen Augenringen. Ich verwende aktuell den Löscher. Den finde ich auch super, aber ich war jetzt einfach so gespannt darauf, weil alle davon so geschwärmt haben. Und ja, ich brauche meinen Löscher jetzt noch auf und dann kommt endlich dieser Concealer zum Einsatz. Ich bin schon echt gespannt. Geholt habe ich mir die Farbe 10, also einen relativ hellen Ton, weil ich halt leider auch eine helle Haut habe und nicht so schnell braun werde. Ja, ich hoffe, mein DM und Rossmann Haul hat euch gefallen. Kennt ihr denn schon einige der Produkte, die ich mir jetzt auch neu zugelegt habe? Wie ist eure Meinung dazu? Oder seid ihr an einem der Produkte auch interessiert und seid an meiner Meinung dazu interessiert, also an der Review? Dann lasst es mich gerne wissen und ja, wir sehen und hören uns schon bald wieder. Bis dann, tschüss!